Hello Friends und willkommen zu diesem besonderen Video. Ich habe im Dezember 2022 meinen ersten Sabaton bestritten. Dies ist ein Open-End-Stream, wobei die Zuschauer, also ihr, unter anderem durch Subs und Bits den Stream verlängern konntet. Es war wirklich einfach nur heftig. Es gab zudem ein Glücksrad, welches ihr auslösen konntet. Ihr seht nun in diesem Video die Highlights und was ich alles so machen musste. Viel Spaß! Leute, wenn euch solche Sachen gefallen, wir öfters mal Glücksräder machen sollen, verschiedene krasse Projekte oder Formate auf Twitch oder hier auf YouTube, dann gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt ganz viel Spaß. Wir haben einmal Theosing, dann gibt es Postkarte, ihr kriegt eine Postkarte zugeschickt. Dann Zitrone trinken, ist auch gut für die Gesundheit, aber wird mich auch komplett auseinandernehmen. Dann kann man auch 2 Minuten Verlängerung und 10 Minuten Verlängerung drehen. 5 Minuten reimen, ich darf 5 Minuten nur reimen. Name am Weihnachtsbaum, dann kriegt ihr an Weihnachten ein Bild, wie euer Name an unserem Weihnachtsbaum hängt. Niete gibt es auch, muss natürlich auch dabei sein, kriegt ihr eure Punkte erstattet. Und dann Karaoke, da singen wir ein Lied unserer Wahl. Dann eine peinliche Story auf Instagram. Darüber lässt sich streiten, was das ist. So müssen wir dann bequatschen. Ein Trash-Video von YouTube anschauen. Wahrheit oder Pflicht? Ihr könnt mir eine Frage stellen. Wenn ich die nicht beantworten möchte, gibt es irgendeine Pflicht für mich. Foto-Leak vom Handy. Ich zeige euch irgendein Foto, was ich nicht unbedingt mit euch teilen wollen würde. Suchverlauf vom Browser. Total langweilig. Habe ich trotzdem mit reingenommen. TikTok mit gefällt mir. Also ihr seht TikToks von mir, die ich geliked habe. Ich wusste gar nicht mehr, wie man geliked geschrieben hat. Deswegen TikTok mit gefällt mir. Ein peinliches TikTok von mir aus irgendeinem Tanz. Ich hasse Tänze auf TikTok. Und LED-Farbe ändern. Ja, und das war's. Und ich drehe jetzt das erste Mal. Okay, Spin. Okay, Caro, du darfst mir jetzt eine Frage stellen. Was war dein schönster Moment 2022? Ich habe mehrere. Kann ich auch mehrere nehmen? Mit zu meinen schönsten Momenten 2022 gehörte auf jeden Fall Parukaville. War geil. Festival mit all meinen Lieblings-DJs. Also da so vor den Bühnen stehen und einfach mein Leben fühlen, das ist einfach toll gewesen. Konzert, wir waren ja auf dem Contra-K-Konzert, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, war auch geil. Konzerte allgemein oder so, Festivals, bliblablub. Du erlebst einfach so einen Moment, so emotional. Auf jeden Fall auch einen großen Schritt, den ich dieses Jahr gegangen bin, war auch einer meiner schönsten Momente, dass ich so an meinen Zielen arbeite und durchziehe. Ja, das sind so meine schönsten Momente dieses Jahr gewesen. Und natürlich auch, dass du, ne, als du den Abi-Feier hattest und so, da war ich mich natürlich auch gefreut. Das war auch schön. Bitte nicht Schlimmes, bitte nicht. Ich habe mir hier ein schlaues Büchlein gedingst. Da kommt direkt rein, dass du eine Postkarte bekommst. Ihr löst alle das Gleiche ein. Okay, Spin. Es ist nämlich tatsächlich die Niete geworden. Ich bleib jetzt klein, okay? Ist ja egal. Du darfst sagen, welche Farbe? Die Farben. Rot. Aber Rot erkennt man irgendwie nicht so. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Das ist jetzt ein Witz. Was hast du dir denn, also was habt ihr euch denn dabei gedacht, ne? Also dann erzählt es mir doch mal gerne hier. Was? Du, ich bin so wenig auf TikTok unterwegs. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Sag mal, wie soll ich das denn tanzen? Ich zeige es euch mal einmal kurz. Du meinst das? Erstmal, wie soll ich das lernen? Wie soll ich mir das merken? Leute! Ich übe das. Was ist das denn jetzt hier? Geh mal weg hier. Was? Hilfe! Raptoren, nein! Sind das Raptoren? Nein. Raptoren? Nein. Ja, ja. Ui. Entschuldigung! Gerade. Fiebertraum, oder? Fortnite, Fortnite. Fühle den Flow. Fühlt ihr nicht meinen Flow?
Ach so, fühle den. Ach so, das ist ein Tanz. Ich dachte, du möchtest mir nur sagen, ich soll den Flow fühlen. Ja, okay, das kriege ich noch hin. Aber ich muss mir das gleichzeitig irgendwo angucken. Du da. Bin ready? Ah, ich muss mich ja aufnehmen, scheiße. Wenn wir jetzt mit diesem TikTok viral gehen, Caro, dann ist alles vorbei. Oh Gott, ich kann das doch nicht, ohne dass ich das hier sehe. Ich muss gleichzeitig laufen. Ja, okay, und so kam es dazu. Aber das wird jetzt rausgenommen, ne? Weil ein TikTok, peinliches TikTok ist ja sehr gut. So. Es geht los! Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Silvester letztes Jahr. Ich hol dann mal, ne? Okay. Hier ist jetzt Zitronenwasser drin. Oh mein Gott. Alles für die Gesundheit. Oh mein Gott. Schon wieder. Ja, dann hauen sie mal hier wieder raus. Welches YouTube-Video würdest du gern mal machen? Traust dich aber nicht. Sehr gute Frage. Ich würde gerne mal ein Real Talk-Video machen. Nicht, wo ich mich über andere aufrege oder so, sondern wo ich von meinem Leben erzähle. So, was mir schon mal so persönlich passiert ist. Aber das mache ich bisher nicht, weil ich mir jedes Mal denke, wenn, sobald das online geht, kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Aber ich glaube, es wäre schon ein interessantes Video. So, ihr Lieben, das waren die Highlights der Glücksrats Missionen und Bestrafungen. Ich finde, das eine oder andere war schon, also hat sich zumindest wie eine Bestrafung angefühlt. Ihr könnt super gerne mal in die Kommentare schreiben, was hättet ihr am wenigsten gern gemacht von den Sachen, die ich machen musste oder die auf dem Glücksrad standen. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat und ich das Glücksrad öfters mal einführen soll. Es gab auch zum Beispiel schon die Idee, dass wir immer am Friday Fun Day, das ist freitags, der Stream auf Twitch, dass wir dort das Glücksrad weiterhin als Kanalbelohnung einführen und ihr das Glücksrad auswählen könnt. Dann könnt ihr jetzt auch super gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf unserem Kanal und verpasst einfach nichts mehr. Dann könnt ihr auch super gerne auf Twitch vorbeischauen, auf unseren beiden Twitch-Kanälen, wo wir mehrmals die Woche live sind und solche coolen Sachen machen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!